Willkommen zum letzten Durchgang von der Weltmeisterschaft im Gleitschirmfliegen in Kruševo. Das TAS-Komitee setzte eine 96 Kilometer große Aufgabe mit dem Wind und wir haben euch vor dem Rennen ein paar Originalstimmen von den Kandidaten eingefangen, von denen wir denken, dass sie später auf dem Podium stehen werden. Most important for me today, I think, is make goal with the group. Just to fly like I have been all comp, just try to be consistent and smart when it gets difficult, because it seems every day there is a point where it gets a little bit tricky. Yeah, it's really hard to in my mind right now, because you know, everybody will attack, and so good pilots is a bit behind, you know, so we have to make make a balance between them and us and stay stable, arrive good in the goal. By team we are just also 30 points behind the Italian team, and the third place is far, so normally we can still keep our second place and maybe try to go to third, the first place. Einmal geht es also noch für die 150 Hauptakteure in die Luft. Hier sehen wir Gleb Sukowski aus Russland, Meryl de Villiers aus Frankreich, gefolgt von Thorsten Siegel aus Deutschland und Ulrich Prinz. Willkommen beim Finale. Ein letztes Mal über Kruševo drüber fliegen. Und dann haben wir die 10 Tasks hinter uns. Heute sind es keine leichten Bedingungen. Es ist sehr viel Wind, Ostwind, turbulent, starker Thermikgradient. Immer wieder richtig starke Thermiken, die dann doch zerrissen sind. Und dann zwischendran geht es Vollgas runter. Schon viele heftige Klapper jetzt gesehen. Dabei geht es noch gar nicht los. Wir haben ja noch eine Stunde zum Einfliegen. Und dann beginnt das Race. Wünscht uns Glück für den letzten Lauf. Teamchef Harry Bunz nimmt die Verfolgung auf und für uns geht es ein letztes Mal Richtung Bitola. Thorsten und Team Deutschland rocken die Ridge entlang bei Ostwind durchsetzten Bedingungen. Jawohl, Ziel! Der Thorsten war knapp vor mir. Hinter uns kommt noch der Rest. Leider waren ein paar so 5 Minuten voraus. Das heißt, die werden wir uns wieder richtig 4 Punkte abziehen. Aber heute lief's mal. Yes! Je sais pas du tout en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé bien en avance aujourd'hui. Donc, podium, oui, je pense être première fille, mais chez les garçons, je suis pas sûre de pouvoir rentrer dans le top 10. So, it was a difficult day, it was a difficult competition. All days flying a lot and some different conditions. Today was quite difficult because all the group of the leaders was there. And finally it works well, even with the team result, I think it works well. And see you next competition. Oh, zum Glück gab es den Ruhetag zwischendurch, weil wir sind ja schon tatsächlich 10 Tasks vor dem Ruhetag geflogen. Das war das Anstrengendste eigentlich für mich, weil wir haben 3 Trainingstasks davor geflogen. Und da war ich dann schon ganz schön erschöpft. Es war anstrengend, weil wieder große Radien heute gesetzt wurden und dann bilden sich nicht wie sonst am Anfang. Die ersten 5 Tasks waren eigentlich alle in einer Gruppe geflogen und heute hat sich wieder wie die letzten 2 Tage schon sehr, sehr verteilt und es gab viele kleine Gruppen. Es ist sehr schwierig, das zu kontrollieren dann. Und ich habe versucht, bei den besseren Piloten, die ich kannte, zum Beispiel Ferdinand und Thorsten waren bei mir den ganzen Tag, mit denen dann zu fliegen. Und mit diesen O-Tönen verabschieden wir uns vorläufig von der Weltmeisterschaft im Gleitschirmfliegen in Kruševo. Eingeblendet seht ihr die vorläufigen Endergebnisse
Und morgen melden wir uns nochmal zurück mit einer längeren Version dieses Videos inklusive der Bilder von der Siegerehrung, die erst am Sonntag stattfindet. Yeah, you were built for me to last.